Tokio, da war doch was. Ja, gerade Olympische Spiele, Paralympische Spiele, aber da war noch was. Da war vor 57 Jahren mittlerweile, waren schon mal Olympische Spiele und an die erinnern wir heute Abend. Der Berliner TSC lädt zusammen mit der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin und dem Zentrum für Sportgeschichte zur Premiere des Films Die kalten Ringe auf dem Gelände des Sportforums Hohenschönhausen ein. Das Werk von den Autoren Thomas Grimm und René Wiese lief zwar schon als 45-Minuten-Fassung im Fernsehen, wird nun aber erstmals in voller Länge gezeigt. Weil wir gerade ja zusammengetroffen sind, um über Tokio zu sprechen, nicht? Da war das ja besonders krass. Es waren zwei deutsche Mannschaften, die unvollständig waren, nämlich eine West und eine Ost. Nach Tokio ist das Thema Olympia aktueller denn je. Fast vergessen aber schon sind die Spiele von 1964, die ebenfalls in Tokio stattfanden. Mit dem Bau der Berliner Mauer und dem Kalten Krieg markieren sie die letzten Olympischen Spiele mit einer gemeinsamen gesamtdeutschen Mannschaft trotz Teilung. Wir haben das nicht so sehr gemerkt, es war mehr so ein politischer Kampf auch. Ja. Es ist eigentlich nicht richtig, eigentlich sind wir als gemeinsame Mannschaft dort einmarschiert. Zu dieser Filmpremiere wurden auch zwei Zeitzeugen, die 1964 als Sportler teilnahmen, eingeladen. Wolfgang Gödicke kam aus dem Westen Berlins, Gerd Völker aus dem Osten. Dazwischen war damals schon die Mauer. In einer Podiumsdiskussion mit Autor Thomas Grimm, die im Anschluss an die Vorstellung stattfand, konnten Interessierte den Eindrücken beider Sportler über den Film lauschen. Weil wir denken auch dran, was war das eigentlich für ein Spirit? Was war das für ein Geist, auch für die Zukunft? Denn wir wünschen uns ja vielleicht doch, dass Olympia auch mal wieder nach Deutschland kommt, vielleicht sogar nach Berlin. Also, Tokio gucken und an die Zukunft Tokio denken. Tokio 1964 wird uns wie die Olympischen Spiele 2021 immer im Gedächtnis bleiben. Und auch der Film von Thomas Grimm und René Wiese, Die kalten Ringe, bleibt in Erinnerung und bleibt ein Mahnmal an eine Zeit, die sich so nicht wiederholen darf. Es war ein tief emotionaler Abend. Ein Film über ein Stück Sportgeschichte aus einem Land, was es nur einmal gab. Ein zweigeteiltes Deutschland mit einer angeblich gemeinsamen Mannschaft. Es macht einen betroffen, wenn man das heute sieht. Und es macht einen auch glücklich, dass wir das weit hinter uns haben. Und was mich besonders angerührt hat, ist die glänzenden Augen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die erzählen, wie Olympia 64 war. Es zeigt einfach, Olympia bewegt und Olympia ist eine faszinierende Idee.